Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Big Reacts Powered by OM. Heute schauen wir uns das erste wunderschöne Spiel von uns gegen FBX an, was leider nicht so gut für uns lief, war sehr knapp. Aber ich denke, da gab es sehr viele Highlights und es war ein sehr, sehr knappes Spiel. Und ich denke, wir gehen einfach mal direkt rein, oder Aslan? Mhm, du hast noch was zu sagen? Nee, nee. Bam, das war ein wichtiges Gesicht. Ja, Mann. Der hat nicht so viel an der Kontrolle. Ah, das war die Outplay-Equip. Boah, sick bist du, Mann. Geil. Direkt. Zwei also, Gesichter. Wir haben aber wir haben das gut vorbereitet. Das war ein guter Fake. Das kam auch spontan, ist mir eingefallen. Mhm. Und wir haben gehofft, dass die AWP ein bisschen off guard erwischt wird. Genau, jetzt sind die ein bisschen verwirrt. Da merkt man, dass dann der Gegner auch mal so ein bisschen Fehler macht, dumm reinläuft und auch mal so ein bisschen schwierigere Duelle bekommt. Und das, jetzt ziehen wir uns sehr gut zurück und spielen das ganz, ganz gechillt runter. Die Waffe, ne? Mhm. Die wurde perfekt für Hooker gemacht, Alter. Aber sehr gut. Nice. Sehr gute erste Hälfte, 8-4. Wir waren auf jeden Fall zufrieden. Nein, wenn er ihn genadet hätte. Er hat ihn nicht genadet? Er hat über den Spot genadet. Ja, schade, Mann. Ah, das ist ein bisschen unlucky jetzt. Ach, das war dieser Teamplay-Mistake, ne? Nee, nee, das war beim anderen Spieler. Aber du machst jetzt hier so einen guten Underhand-Molotov. Der sitzt sogar. Und der ist Double Damage. 50. Nein. Ah. Und jetzt schleicht er hier vor direkt natürlich. Minus 80, Mann. Wie hätte ich das anders spielen können? War okay, denke ich. Nice. Ja, weil mein Mate hatte mir den angesagt. Der hat ihn noch ein bisschen angeschossen. Jetzt 2-on-3. Ach, wir wollen die Runde? Ja, ich bin hier schon auf dem, nach meinem Kill, war schon auf dem Weg hier, aber leider Satchel, der sieht mich noch. War ein guter Play von ihm, ne? Ja, ein guter Play von ihm. Jetzt mache ich den Play. Und ich weiß, dass ich tot bin. Er macht halt Ulti an. Mhm. Und ich versuche ihm einfach noch minus 80 oder so zu geben. Habe ihm drei Hits gegeben und die Jungs. Hast du Linksklick und dann Rechtsklick oder direkt? Nein, nein, Rechtsklick direkt. Glaubst du, du hast Zeit dafür, Linksklick noch und Rechtsklick? So diese vier Schüsse? Ich glaube nicht und dann ist es ein bisschen random auch. Ja. Nice. Da kriegst du gleich Confidence back. Bam. Spielt's gut. Einer ist revealed. Ich weiß gar nicht wie. Der war im Sprung revealed. Ich hab ihn nur ein bisschen gespammt. So, jetzt machst du ein bisschen. Das hab ich so ein bisschen gecheatet. Zack, endlich mal. Und Gesicht. Und das nächste Ace. Es waren einige Aces dabei in dem Game. Jetzt kommt die best-handledste Runde. Du hast mir da perfekt gemollot. Guck, jetzt machen die auch Fehler. So, jetzt sieht's auch aus. Jetzt bekomme ich Stalk, ich nehme direkt Messer in die Hand und gehe direkt rum, gebe ihm Gesicht. Und jetzt der Typ, Alter. Ich weiß, ich muss einfach nur in der Ecke bleiben. Ein Universum. Und ich mache Wallis runter, ja, damit vielleicht ihr noch helfen könnt. Ich habe ihn gut geredet. Ich dachte mir jetzt, er wird bestimmt diesen Engel nehmen. Bam, bam. 90er. So, jetzt habe ich den Shockdown aus der Base gemacht und habe gehofft, dass er denkt, dass ich in der Base bin, auf der rechten Seite. Und jetzt, okay, ich dachte, in One Point wird er mich schon erwarten. Deswegen warte ich einfach mal hier ab, guck mal, was passiert. Und bekomme halt einen perfekt leichten Kill. Ich hab drei Bullets. Boah, bist du giftig, ja. Ich erinnere mich gar nicht mehr hier dran. Du hast schon alles vergessen, ne? Ja. Es fühlt sich echt voll an, als ob es voll lang her ist. So. Ja, obwohl, eine Woche, ja. Bam. Bam. So. Jetzt haben die gedacht, dass ich rotiert bin, aber ich bleibe einfach die ganze Zeit da cool. Mache ein Reveal für meinen Mate. Und der wird einfach gedrive-byte. Nice. Aber leider nur 5 Runden. Ich hätte gerne 7 gehabt. Ja. Und du machst diesen Kill halt jetzt, der ist key. Danach kannst du nichts mehr machen. Ich versuche Maximum rauszuholen mit 4 AP. Leider wird mir da ein bisschen falsch angesagt, wo der Gegner war. Aber Nico cheatet halt. Aber ich schwöre, wir wussten, hey, jetzt kommt Split und wir haben ein neues Lineup auf Split. Wir können die ein bisschen überraschen.
Aber jetzt Kasper da. Nice. Boah. Kasper ist gut mit Phantom, Mann. Der muss öfter Phantom spielen. Das haben wir auch schon gesagt. Ja, der benutzt sogar noch HE. Achso, jetzt machst du, ja, das ist gute Kommunikation jetzt. Jetzt machst du einen guten Dash. Du scoutest den Typen unten drunter. Das ist gut, dass du machst. Zack, zack. Der wird einfach unterhand right-clicked. Gut, aber 5-2. Sehr gut eigentlich. Gute Kommunikation. Wir wussten, dass auch einer von den low ist. Die mussten jetzt sozusagen nur die richtigen Duelle bekommen. Nice. Boah. Ein gutes Team hier von Kasper, weil einer links, ja, einer rechts. Gut, da freut er sich auch voll süß. Ich habe gezögert. Ja. Da hätte ich nicht mehr zögern sollen. Das ist bitter anzuschauen, Mann. Mhm. Oh, hier knapp. Boah, sind das knappe Runden, Alter. Ich mach noch 2K und verkacke wieder das 1-on-1, ey. Das ist echt bitter. Ich weiß, dass ich hier so auf Timing spielen muss. Ich kann hier nicht einfach warten die ganze Zeit. Ich muss das Timing hitten. Und ich denke mir so, jetzt wird das Timing sein. Ich gehe rum, Gesicht, Gesicht. Jetzt hätte ich ins rechts ins Eck gehen müssen. So gelackt, Alter. Der wollte mich nicht mal killen. Hm. Warum schießt er direkt? Ich weiß nicht. Wir haben auch kein einziges 1-on-1 gewonnen. Guck mal, das Spiel, das ist wieder 1-on-1. Wie viele 1-on-1s waren das? Oder so knappe Runden? Eigentlich outplayed der Call. Fuck. Oh Mann. Es war wirklich heartbreaking, aber es war ein sehr knappes Game, war ein gutes Game, hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu schauen. Hast du noch irgendwas zu sagen? So, nee, das war knapp, ne? Das war sehr knapp, das Spiel. Ich glaube, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich denke, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, bei Big Open Reacts. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dann. Große Leader werden nicht geboren. Sie werden gemacht. Durch stundenlanges Hardcore-Gaming. Ich game nicht für mich. Ich game für sie. Transcend Humanity with Omen.